Die Weberstraße im Viertel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Huch. Wir sind mal gut und bin. Ja. Das ist Wolfgang Pader, Sternekoch. Ja. Der würde gerne für Sie kochen. Mit dem, was Sie da haben, ne? Ich hab mit dem, was wir da haben, ja? Ich habe ein Messer und eine Flasche Wasser drin. Meine Tochter wollte gerade losgehen. Die war eigentlich heute Abend dran mit Kochen. Okay. Final. Ruckzuck sind wir mittendrin in einer musikalischen Probesession. Küche, wir machen ihn mal weiter. Ich hab's Ihnen gesagt. Was proben Sie denn hier gerade? Wir proben ein Lied für ein Jubiläumsfest. Von für unsere Lieblingserzieherin, Stadtteilsträuche, die macht dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ach Monika, wie wunderbar. Ach Monika, seit 20 Jahren die Sträuche singen wunderbar. Der ganze Stadtteil jubiliert, dass Monika als Strolch regiert. Großes Rein und Raus, die Gäste gehen, der Hausherr kommt. Stefan Determann leitet die zentrale Studienberatung an der Bremer Uni. Hallo, ich bin der Stefan, der Vater. Wolfgang, der Koch, der Hilfskoch heute. Der Hilfskoch. Ich darf der Tochter helfen. Endlich mal eine überqualifizierte Küchenhilfe, mit der alle Familienmitglieder gerne kochen würden. Den Blumenkohl bekommt das auch. Genau. Ihr wechselt euch hier immer ab mit Kochen? Ja, wir sind zu fünft und fünf Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ist ja cool. Und jeder kocht einen Tag. Und da habt ihr alle Lust zu und da kommt immer was bei raus, was dann... Ja, doch, meistens. Also wow. Der Kleinste, dem wird natürlich irgendwie geholfen, so. Der ist wie alt? Der ist 8. Das ist ja klasse. Aber das hatten wir noch nie. Jeden Tag für 5 frisch vegetarisch kochen, das wäre sonst nicht drin. Denn auch die Mama, Frauke Alber, arbeitet den ganzen Tag, ist Keramikerin mit eigenem Atelier. Schon wieder instrumentale Klänge. Querflöte, Lasse übt jeden Tag ein bisschen. Und Salz, Pfeffer, Muskatnuss, das ist alles. Okay. Das ist also eigentlich, das ist das italienische Kartoffelpüree, sozusagen. Polenta. Der Nachwuchs-Cellist heißt Felix, kommt aus Montpellier, ist Austauschschüler und der Neffe unserer Gastgeber. Sein Papa ist Geigenbauer, die Mama Kontrabassistin. Gibt es jemanden, der hier in Deutschland mit dir Französisch redet? Manchmal ein oder zwei Worte. Ein oder zwei Worte nur. Gemüse und Kräuter, Frühlingsfrische für die mächtige Polenta. Thymian, Tomaten, Zucchini und Avocado. Parmesan darf nicht fehlen. Darf ich noch mal probieren? Da. Das Dressing kommt an. Ich auch noch mal probieren. Gerne. Haut rein. Frauke, die richtige? Das ist genau die richtige. Rohan. So, und da, Avocado hat ja was leicht Nussiges und kriegt jetzt... Avocado kriegt exklusiv noch ein bisschen Walnussöl auf den Kopf. Das Gute an Polenta, Hunger hat nach diesem Essen garantiert keiner mehr. Den Blumenkohl hat der Küchenchef mit Butter und Zucker karamellisiert. Malte lag krank im Bett, sitzt jetzt am Kopfende. Der Salat kommt gleich auf die Polenta. Einmal so richtig vom Manchen alles. Wow. Boah, das sieht so schön aus. Oh, das ist so reicht. Schön. So reicht. So reicht. Mhm. Okay. Luis, der Kumpel von Lasse, ist auch zum Essen geblieben. Sowas bekommt man schließlich nicht jeden Tag. So, auf die Seite noch ein bisschen. Klar, wer hier mal viel ist. Guten Appetit. Ciao. 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 Das freut mich zu hören. Aber wie schmeckt es Ihnen? Super. Ich habe selten so eine gute Polenta gekriegt. Ist wirklich klasse. Was sagt die Küchenchefin denn? Ja, ist super. Ja, habe ich gut gemacht. Ja, habe ich. Ja, habe ich gut gemacht. Nein, ist richtig lecker geworden. Alles gut.